أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Wann fängt der Monat Ramadan an? Ab wann fasten die Muslime den Monat Ramadan? Und subhanallah al-azim, jedes Jahr zum Zeitpunkt von Ramadan gibt es eine Fitna. Das ist jedes Jahr dasselbe. Dass manche Leute eine andere Vorstellung haben, wann Ramadan beginnt, als andere Leute. Und es kommt zu Problemen und teilweise auch zu Schlägereien unter den Geschwistern, sogar den Praktizierenden, weil jeder für sich eine Vorstellung ausgemacht hat, wann der Monat Ramadan beginnt, liebe Geschwister. Und lasst uns heute Klarheit über diese Sache schaffen, damit wir inshallah ta'ala nach der Weise unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses bestimmen, den Monatsbeginn Ramadan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diesen glanzvollen Monat erreichen lassen und uns in diesem Monat die besten Taten verrichten lassen. Und es sind in der Tat nur noch ein paar gezählte Tage, liebe Geschwister, bis zu diesem Monat Ramadan. Es gibt zwei Aussagen der Gelehrten, wann der Monat Ramadan beginnt. Manche sprechen von drei Aussagen. Die erste Aussage ist, wenn der Neumond gesichtet wird. Der Neumond bedeutet auf Arabisch Al-Hilal. Wenn der Neumond gesichtet wird, in welchem Land auch immer, dann ist es verpflichtend für alle Muslime, ganz gleich in welchem Land sie leben, mitzufasten. Alle Muslime auf der ganzen Welt, wenn sie erfahren, dass jemand, egal in welchem Land, den Neumond gesichtet hat, dass sie ihm alle dabei folgen, mitzufasten. Und es ist die Aussage der Mehrheit der Gelehrten. Die meisten Gelehrten haben gesagt, dass wenn der Neumond gesichtet wird, ganz gleich in welchem Land, weil der Mond ist politisch geworden, subhanallah, wenn Libyen den Mond sieht, hat ihn Marokko nicht gesehen. Wenn Tunesien den Mond sieht, hat Algerien ihn nicht gesehen. Wie viele Monde haben wir denn, bitteschön? Gibt es mehr als einen? Antwort? Nein, es gibt nur einen einzigen Mond. Und diese Gelehrten, die meisten Gelehrten, und sie haben tatsächlich starke Beweise für ihre Ansicht, sagen, wenn in einem Land der Neumond gesehen wird, dann ist das ausreichend, dass alle Muslime auf der übrigen Welt mitfasten. Und die zweite Aussage ist, von den Gelehrten, man fastet dann, wenn man den Neumond in seinem eigenen Land sieht. Man fastet dann, wenn man den Neumond in seinem eigenen Land sieht. Das heißt, man fastet mit seinem Land, unabhängig von der Sichtung der anderen. Unabhängig von der Sichtung der anderen. Ein Beispiel, man lebt in Ägypten. Man hat mitbekommen, dass in Saudi-Arabien der Mond gesehen wurde. Die Ägypter sagen, nein, wir warten, bis wir selber den Mond sehen. Und wir machen das unabhängig von den Leuten, die jetzt in Saudi-Arabien leben. Diese Aussage beruht auf ein Afar, beziehungsweise eine Überlieferung von Ibn Abbas, radiyallahu anhu wa arda. Einmal kam eine Person zu ihm, und er sagte, und diese Person war von Ahlus Sham, während Ibn Abbas radiallahu an in Medina war. Diese Person von Ahlus Sham, das heißt aus Syrien, er kam zu Ibn Abbas und sagte, Nahnu ra'aynah yawm as-sabt. Wir haben den Neumond gesehen am Samstag. Fala nasum hatta nara al-hilal, au nukmil thalathin. So sagte Ibn Abbas, obwohl diese Person, der aus Scham war, aus Syrien war, ihm bestätigt hat, dass der Mond gesehen wurde, er sagte zu ihm, wir, was uns betrifft, wir werden erst fasten, wenn wir den Hilal sehen. Das heißt, hat er Bezug nehmend auf die Frage oder auf die Feststellung
von dem anderen geantwortet? Antwort? Nein. Er hat gesagt, wir werden fasten, wenn wir den Neumond sehen. In dieser Ansicht gibt es ebenfalls Salaf-Gelehrte, die dieses vertreten. Nicht nur Ibn Abbas, Ikrimah und Ishaq und Al-Qasim und Salim und Al-Tirmidhi, rahimullah ta'ala, nannte einige der Salaf, die dieser Ansicht folgen. Ich wiederhole, zwei Ansichten. Die einen sagen, wir fasten, wenn wir den Neumond sehen, unabhängig, wer uns darüber berichtet, dass er den Neumond gesehen hat. Klar? Die anderen sagen, unabhängig, wer den Neumond sieht, wir fasten erst, wenn unser Land fastet. Das sind die Aussagen der Gelehrten. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Die erste Aussage ist die richtigere. Das bedeutet, dass man erst dann fastet, wenn was gesehen wurde, der Neumond, unabhängig, wer ihn gesehen hat. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung bei Imam Muslim und Al-Bukhari: Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghumma alaykum fa akmilu al-adad. Fastet erst, wenn ihr die Mondsichel seht. Fastet erst, wenn ihr die Mondsichel seht und brecht das Fasten, das heißt beendet das Fasten bei der Mondsichel, wenn ihr sie ebenfalls seht. Und wenn er verdeckt ist, was ist verdeckt? Der Mond. Wenn er verdeckt ist, mit was verdeckt? Mit was wird der Mond verdeckt? Mit Wolken. Wenn er verdeckt ist, dann vervollständigt den Monat. Ihr fastet erst, und das ist ein Befehl an die gesamte Umma. Oder hat der Prophet sallam hier eine Gruppe von Menschen angesprochen? Nein. Das ist ein Befehl an die gesamte Umma. Fastet, wenn ihr den Neumond seht. Womit sollen wir dieses bestimmen? Aber was ist diese Handlung an für sich? Eine Ibadah, eine Anbetung. Weil der Prophet Muhammad sallam sagte, fastet, wenn ihr ihn seht. Eine Frage: War Allah vergesslich, ja oder nein? Wer sagt, Allah ist vergesslich, hat den Islam verlassen, denn er hat Allah Mängel zugeschrieben, die ihm subhanahu wa ta'ala, dem Allmächtigen, nicht gebühren. Hat Allah vergessen, dass wir in eine Zeit kommen, wo die Astronomie und die Astrologie weit fortgeschrittenen sein werden? Hat Allah das vergessen? Ist Allah subhanahu wa ta'ala nicht derjenige, der das gesamte Wissen umfasst? Wie kann man so eine schwerwiegende Aussage machen, dass man sagt, nein, es gibt doch heute bessere Methoden zur Berechnung. Allah sagt das Beste. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt das Beste. Und niemand darf hier kommen und sagen, ich habe eine neue Art der Ibadah. Denn er hat die Ibadah des Sehens ausgewechselt mit was? Mit dem Rechnen. Und damit hat er eine Bid'ah in die Religion eingeführt, eine Neuerung, dessen Befolgung zur Sünde führt. Und es ist eine gewaltige Sünde. Denn wir als Muslime sollten verstehen, liebe Geschwister, dass wir dem folgen, was Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagen. Weil die Leute kommen dir heute mit Argumente und sie sagen dir, ja, was ist mit euch? Denkt ihr, ihr seht immer den Neumond? Subhanallah. Schaut mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat uns diese großartige Wahl gegeben. Wenn ihr ihn seht, den Neumond, dann fastet. Das heißt, nach 29 Tagen, wenn wir ihn nicht gesehen haben, was machen wir? Wir machen den Monat Schaban voll auf 30 Tage. Welche Alternativen haben wir? Entweder siehst du ihn vorher und wenn du ihn nicht siehst, dann machst du den Monat voll mit 30 Tagen. Hat sich die Sache erledigt? Ja oder nein? Natürlich. Entweder siehst du ihn, wenn du ihn nicht siehst, kommt Alternative 2 und das ist, dass du den Monat mit 30 Tagen vollendest. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat uns doch gesagt, wenn der Mond verdeckt ist, natürlich verdeckt mit Wolken, weil es gibt heutzutage Leute, er sagte, ja, in unseren Ländern sehen wir das nicht. Erstmal, der Mond ist immer klar. Natürlich gibt es in manchen Gebieten eine klarere Sicht als in anderen Gebieten. Aber letztendlich, was ist das Schlimmste, was den Mond verdecken kann? Die Wolken, richtig?
Also, hä? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns doch darauf angesprochen, wenn er verdeckt ist, das heißt durch Wolken, dann macht ihr den Monat voll. Subhanallah, es gibt nichts, was den Mond schlimmer verdecken kann als Wolken. Wenn man nur verstehen möchte, liebe Geschwister. Das heißt, diese Alternative sollte uns bekannt sein, 29 Tage. Wenn wir in dieser Zeit den Neumond nicht sehen, dann machen wir den Schaban voll auf 30 Tage. Und dieses Ausrechnen, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier gesagt hat, das bedeutet, wenn der Mond verdeckt ist, dann machst du die 30 Tage voll. Und hier hast du eine Sache gemacht, du hast den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei Allah gefunden. Jetzt gibt es Leute, der sagt dir, im Monat 2030 fasten wir da. Und im Monat 2040 fasten wir da. Und im Monat 2070 fasten wir dann. Er hat alles begründet auf eine Art und Weise der Berechnung. Leider gibt es viele, die dieser Berechnung folgen, liebe Geschwister, obwohl eine Sache klar ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat gesagt, wer den Neumond sieht, erstmal muss ihn jeder sehen. Eine Frage. Nein. Oder? Jetzt ein Blinder könnte nicht fasten, nur weil er nicht sehen kann? Es gibt verschiedene Aussagen der Gelehrten. Wenn ein Muslim oder zwei Muslime ihn sehen, dann reicht es aus, dass man ihnen folgt. Liebe Geschwister, dann reicht es aus, dass man ihnen folgt. Und es gibt hierzu eine klare Überlieferung, die in Sunan Abi Dawud überliefert ist, vom Hadith Ibn Umar radiallahu an. Er sagte bezüglich Al-Hilal, als sie ihn gesehen haben, فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِسِيَامِهِ. Ibn Umar radiallahu anhu sagte, die Leute hielten Ausschau nach der Mondsichel. Und das ist, wenn du viel Lohn haben möchtest, wenn du weißt, es kommt der Monat Ramadan nahe, dann guck schon mal, denn stell dir vor, du bist eine Ursache, der den Mond gesehen hat und du benachrichtigst die Leute, alle die fasten mit dir, das steht in deinem Logo. Das ist beliebt bei uns in der Religion, dass du Ausschau hältst nach dem Mond. Und heutzutage ist das schnell. Eine Nachricht erreicht die Welt in nicht mal einer Minute. Ha? Früher war das anders gewesen, liebe Geschwister. Schaut mal, Subhanallah, er sagte Ibn Umar, die Leute hielten Ausschau nach der Mondsichel. Die wollten den Lohn haben. Und ich berichtete dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, dass ich sie gesehen hatte. Wer? Ibn Umar radiallahu anhu. Daraufhin begann er das Fasten. Wer? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, und befahl auch den Leuten zu fasten. Mit anderen Worten, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der beste aller Menschen und der Führer der Muslime, der Gläubigen, derjenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala nichts gegenüber beigesellen. Er sagte, fastet. Und khalas. Die Sache war dann klar gewesen. Aufgrund der Aussage von Ibn Umar radiallahu an, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefastet, liebe Geschwister. Und das soll uns beibringen, dass wir an unserer Religion, an unseren Fundamenten festhalten. Diese Fundamente dürfen nicht ersetzt werden von irregegangenen Menschen, die wal'iyadu billah in der heutigen Zeit den Leuten sagen, das ist eine Sunna, dass man dieses ausrechnet. Wer hat dir das gesagt? Schwöre bei Allah, dass dieses eine Sunna ist. Schwöre bei Allah, dass dieses ein Gesetz ist, was Allah herabgesandt hat. Er traut sich nicht, weil er weiß, dieses ist nicht erlaubt, liebe Geschwister. Schaut mal, es gibt hier, dass dieses gesehen werden muss mit Augen, ein Ijma', den Ibn al-Munzir rahimullah ta'ala in seinem Buch al-Ishraf erwähnt. Imam Malik rahimullah ta'ala sagte, derjenige, der nach astronomischen Berechnungen fastet, haben wir die Leute heute? Na, gilt nicht als Regel und soll nicht nachgemacht werden. Und Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sagte, keiner kennt diesbezüglich eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Sahaba des Propheten. Im Gegenteil, herrschte darüber Einigkeit. Was der Gelehrtenausschuss übertragen hat. Schaut mal, Subhanallah al-Azim. Gab es damals schon astronomische Berechnungen in der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam? Ja oder nein? Es gab sie. Tayyib. Und die Leute haben im Laufe der Jahre Fortschritte gemacht. Okay. Wir sind nicht gegen Fortschritte, aber diese Fortschritte nicht in der Religion.
Wenn du heute mit dem Flugzeug fliegst, Alhamdulillah, es gab damals keine Flugzeuge. Aber das sind Erneuerungen, wo in der Dunya, im Leben, das ist kein Problem. Aber will einer heute zu mir kommen und sagen, du brauchst heute nicht mehr zu beten, es reicht, wenn du ein Video abspielen lässt im Fernsehen. Guckst du einfach nur zu und sagst, ja, so würde ich jetzt auch beten und das war das Gebet für dich. Geht so etwas? Früher hat man den Adhan vollzogen, indem man den Adhan ausgerufen hat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Was hörst du heute? In Misr gibt's das auch. Ein Tonspielgerät. Das sagt dann Allahu Akbar, Allahu Akbar. Schaut mal, subhanallah, was hat der Prophet? Yani Allah wusste nicht, dass später Tonspielgeräte geben wird, auch von Sony und Hightech und Mytech. Allah wusste dieses nicht oder hat Allah uns nicht erklärt, was eine Ibadah ist und eine Ibadah bleibt eine Ibadah und eine Neuerung ist eine Neuerung. Subhanallah al-Azim. Wen beten wir an? Jemand, der unzulänglich ist? Jemand, der unvollkommen ist? Oder beten wir jemanden an, der alles wusste? Der wusste, was die Früheren gemacht haben? Der weiß, was die Jetzigen machen? Und der auch weiß, was die Späteren machen werden? Beten wir nicht so jemanden an? Ist das nicht Allah subhanahu wa ta'ala? Er soll vergessen haben, subhanahu wa ta'ala, amma yushrikun, dass es eine Zeit geben wird, wo es was Besseres gibt, als das, was er seinen Propheten gesagt hat. Sagt mir bitte, ist das gewaltig oder nicht? Denn manche Leute sprechen das klar. Was ist mit dem los? Ja. Wir haben hier gerade eine Ibadah durch ein Dalal, durch ein Irrtum versucht zu auszuwechseln. Und das ist gewaltig in unserer Religion. Und wir Muslime, wir verteidigen unsere Religion. Denn wenn wir so anfangen, liebe Geschwister, okay? Ja, und jetzt zum Beispiel einer sagt, ach, dieser Adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wie wir zum Gebet rufen. Er sagt das nicht so schön. Holt doch mal eine Bauchtänzerin und die macht dann so, la, 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 la. Dann sagen wir alle, oh, das ist schön. Innerhalb wann ist unsere Religion nicht mehr da? Innerhalb wann? Das haben doch die anderen Völker vor uns gemacht. Haben die das nicht gemacht, liebe Geschwister? Wallahi, sie haben das gemacht. Und deswegen haben sie keine Religion mehr. Aber schau mal, Alhamdulillah, weil manche Leute diese Religion schützen. Egal in welche Moschee du gehst. Im Mittagszeit, zum Dhuhrzeit. Du gehst in diese Moschee, die beten 4 Raka. Du gehst in diese Moschee, die beten 4 Raka. Du gehst in diese Moschee, die beten 4 Raka. Das ist Einheit und das ist eine Religion. Und so sollte eigentlich unsere Religion sein. Aber weil es Leute gibt, die immer darauf achten, dass diese Religion bewahrt wird, liebe Geschwister, und dass wir diese Religion durch nichts ersetzen. Denn das ist die Religion, die perfekt ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommen. O ihr Muslime, Allahu Akbar. Und ich habe meine Gunst an euch vollendet. Es reicht euch, was ihr habt. Es reicht euch, was ihr habt. Es reicht euch, um glücklich zu sein im Diesseits und im Jenseits. Und ich bin zufrieden mit der Religion des Islam. Allahu Akbar. Wer sagt das? Allah. Allah ist zufrieden und es gibt Leute, die sagen, nein, wir sind nicht zufrieden. Wir brauchen was Besseres. Allah. Allah, gewaltig oder nicht? Gewaltig. Wir sind nicht zufrieden mit dieser Religion. Das Sehen des Neumondes ist veraltet. Wir haben heutzutage was? Rechnung. Eine Frage. Wer spaltet die Umma? Diejenigen, die an die Religion festhalten oder diejenigen, die am Irrtum festhalten? Wer? Wallahi, staune nicht in den heutigen Tagen, denn als jemand, der an der Sunna festhält, bist du heutzutage der Fremde geworden. Was werden dir alle Leute sagen, wenn du sagst, nein, wir gucken nach dem Mond? Was werden sie dir sagen? Ach, du bist ja so alt. Das ist ja schon längst überholt, was du machst. Sei mal moderner. Subhanallah. Gibt es eine Moderne in der Anbetung, in der Ibadah? Die Ibadah ist so, wie Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns das beigebracht hat, liebe Geschwister. Und die richtige Ansicht ist, dass wir nach dem Neumond Ausschau halten.
Und egal in welchem Land der Neumond gesichtet wird, ob es in Ägypten ist, ob es in Saudi-Arabien ist, ob es in Libyen ist, ob es in Marokko ist, ob es in Tunesien ist, ob es in irgendeines der Länder ist, wenn ein Muslim oder zwei Muslime, je nach Ikhtilaf, diesen Neumond sehen und sie geben das weiter, dann hat die gesamte Nation die Pflicht, mitzufasten, liebe Geschwister. Das ist das, was wir heutzutage machen. Denn es gibt Leute, die halten sich nicht an die Regel vom Propheten Muhammad s.a.w. Schaut, haltet Aussicht und wenn er nicht gesehen wird, dann macht die 30 Tage voll. Das heißt von Schaban. Schaut mal, warum? Das ist sehr wichtig, weil es ist dir verboten, an dem Tag zu fasten. Man nennt ihn Tag des Zweifels. Tag des Zweifels zu fasten. Wann ist der Tag des Zweifels? Der Tag des Zweifels ist ein oder zwei Tage bevor was beginnt? Ramadan. Und so heißt es in einer Überlieferung von Ammar ibn Yasir radiallahu an, man sama al-yawma alladhi yashukku fihi an-nas faqad asa Aba al-Qasim. Wer den Tag, über den es Zweifel gibt, fastet, der war Abu al-Qasim. Wer ist Abu al-Qasim? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er war Abu al-Qasim ungehorsam. Das bedeutet, du darfst nicht am Tage des Zweifels. Wann ist der Tag des Zweifels? Wann haben wir das gesagt? Ein, zwei Tage vor Beginn des Neumondes. Du darfst nicht an diesem Tag fasten, außer wenn du dein regelmäßiges Montags- und Donnerstag-Fasten machst. In diesem Falle ist das für dich erlaubt, denn du machst das ja, weil du diese Dinge immer machst. Wallahu ta'ala a'la wa'ala.